Konnichiwa, Minasan! Im heutigen Video möchte ich mit euch mal über die Aussprache von Kawaii und Sugoi reden und über noch so ein paar allgemeine Regeln, was die Aussprache von japanischen Wörtern angeht. In Deutschland hört man öfter mal, dass Leute irgendwie Kawaii oder Sugoi benutzen, gerade Leute, die so ein bisschen in der Anime-Szene drin sind, die eben diese Wörter aus Animes auch aufschnappen und dann benutzen wollen. Was aber oft auffällt, ist, dass diese Leute natürlich nicht immer Japanisch lernen, weil sie vielleicht nur Animes mögen und jetzt sagen, ja, Japanisch lernen muss nicht unbedingt sein, und dann versuchen sie diese Wörter auszusprechen und da kommt dann oft sowas raus wie Kawaii oder sowas. Kawaii oder Sugoi oder sowas. Und da kann man ein bisschen durch ganz einfache Dinge, die man ändern kann, die Aussprache wesentlich besser machen. Und ich habe gedacht, wir reden in diesem Video einfach mal darüber. Bei Kawaii, ja, Kawaii ist die richtige Aussprache. Da muss man sagen, das erste ist natürlich ein K, ja, K. Und dann kommt das Wa, Kawa. Und jetzt das I ist ein langes I. Kawaii, ja, also Kawaii sozusagen. Man hat das I lang. Es ist kein kurzes I und das hört man, finde ich, oft in Deutschland, dass man Kawaii oder sowas. Kawaii, sondern Kawaii. Das ist also ganz wichtig, das I wird lang ausgesprochen. Kawaii. Wenn ihr das so aussprecht und das vielleicht auch gegenüber Japanern sagt oder so, auch wenn ihr gar nicht so viel Japanisch könnt, dann macht das aber schon einen wesentlich besseren Eindruck und die Japaner verstehen euch auch viel besser. Denn wenn ihr zum Beispiel Kawaii sagt oder sowas, dann kann es sein, dass der Japaner euch überhaupt gar nicht versteht, weil er von der Betonung her nicht weiß, was ihr meint. Das ist ein bisschen so, wenn wir mit Japanern Englisch reden und die Japaner betonen das Englische dann auf japanische Art und Weise, dann verstehen wir auch oft nicht, was meinen die denn jetzt genau. Das war mir mal ein bisschen peinlich, als ich immer Unterricht mit Japanern gemacht habe und die haben dann irgendwie versucht, was auf Englisch zu sagen und ich habe es einfach nicht verstanden, weil die Aussprache so anders war, so japanisch war, dass ich erstmal in diesen japanischen Modus rein musste, weil ich gedacht habe, die sprechen Deutsch. Und ja, das kann schon mal ein bisschen peinlich sein dann. Deswegen sollte man gucken, dass man die Aussprache ungefähr ganz gut hinbekommt. Bei dem Sugoi haben wir jetzt den Fall, dass das S am Anfang auf Deutsch eigentlich wie ein weiches S ausgesprochen wird. Im Japanischen, wenn dann S steht, also ein Romaji S, ein deutsches S, wird es aber immer wie ein scharfes S ausgesprochen. Also nicht Sugoi, sondern Sugoi. Das ist also wirklich ganz wichtig. Das S-U, das muss scharf ausgesprochen werden. Sugoi. Das gleiche haben wir auch bei Sushi. Ihr hört jetzt schon, ich sage Sushi. Die meisten Deutschen sagen aber Sushi. Das ist nicht richtig auf japanische Art und Weise, denn das S wird scharf ausgesprochen. Sushi. Nicht Sushi, sondern Sushi. Das gleiche haben wir auch bei dem Autohersteller Suzuki. Die Deutschen würden normalerweise sagen Suzuki. Und das Z, was ihr seht in dem Namen Suzuki, das wird auf Japanisch immer wie ein weiches S ausgesprochen. Also wie ein deutsches weiches S. Da muss man dann auch ein bisschen aufpassen. Es heißt nicht Suzuki, sondern es heißt Suzuki. Ja, das erste ist scharf, Su, dann kommt das weiche, Suzuki. Suzuki. Ähnlich haben wir es dann auch bei dem Sport Sumo. Die Deutschen sagen oft Sumo. Es heißt aber nicht Sumo, sondern Sumo. Auch da haben wir am Anfang nicht das weiche S, sondern ein scharfes S. Auch das wichtig, dass man darauf achtet. Das mit dem S ist wie gesagt bei allem so, also Sa auch, ne? Sashi, Su, Se, So. Alles wird scharf ausgesprochen. Das Z wird immer weich ausgesprochen im Japanischen. Das ist auch noch ganz wichtig zu wissen. Und eben was das Kawaii angeht, wenn ihr zwei Is hintereinander habt im Japanischen, dann wird das I immer verlängert. Also Kawaii, das auch ganz wichtig. Wenn ihr das beachtet, dann wird euer Japanisch schon viel, viel besser. Ja, also wirklich viel, viel besser. Es wird viel natürlicher. Die Japaner verstehen euch viel besser. Und ihr zeigt auch, dass ihr euch ein bisschen mit der japanischen Sprache irgendwie auseinandergesetzt habt. Das also Sachen, die mir mal aufgefallen sind. Deswegen wollte ich euch die einfach mal in dem Video auch verpacken, gerade bei diesen beiden Wörtern, weil man die wirklich oft hört in Deutschland. Auch wenn man auf verschiedenen Anime-Conventions ist, dann hört man die wirklich sehr oft. Und von der Aussprache ist es oft falsch. Und deswegen habe ich gedacht, ich mache mal ein Video darüber, damit ihr jetzt Bescheid wisst, wie man es richtig ausspricht. Und wenn ihr irgendeinen Freund oder eine Freundin habt, die es nicht so machen, dann könnt ihr denen sagen, ja, das geht aber so und so. Und so tragen wir vielleicht dazu bei, dass die japanische Sprache oder dass auch viel mehr Leute auf die japanische Sprache aufmerksam werden und sich denken, ach so ist das, so wird das also ausgesprochen. Wusste ich gar nicht, dass es nicht Sushi ausgesprochen wird, sondern Sushi. Und das mit Suzuki, der Automarke, das wusste ich auch noch gar nicht. Und so bekommen vielleicht mehr Leute auch Interesse an Japanisch und entscheiden sich vielleicht auch irgendwann mal dazu, das zu lernen. Das war es im Grunde auch
auch schon wieder von diesem heute mal etwas kürzeren Video. Ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat. Ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr mehr solche kleinen Videos zur japanischen Sprache haben wollt, wo wir vielleicht auch mal einzelne Grammatiken erklären oder so ganz allgemeine Dinge zur japanischen Sprache, die euch vielleicht auch helfen, in Japan zurechtzukommen, wenn ihr einen Urlaub macht. Denn da hilft das natürlich auch, ne? Also ich meine, wenn ihr Sushi bestellt, dann verstehen die Japaner euch vielleicht nicht. Also das verstehen sie jetzt vielleicht noch, aber bei anderen Wörtern, ja, wird es dann wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Und wenn ihr dann die Aussprache so ein bisschen drauf habt, dann geht gleich alles viel, viel einfacher. Das war's aber in diesem Sinne. Schaut gerne nochmal in die Videobeschreibung. Da gibt es auch Online-Kurse, mit denen ihr Japanisch lernen könnt. Hiragana, Katakana und so ein paar grundlegende Sachen auch für die Reise in Japan. Schaut also gerne mal in die Videobeschreibung. Da die Links zu meinen Online-Kursen. Außerdem könnt ihr dieses Projekt natürlich durch eine direkte Spende unterstützen. Oder aber ihr verwendet meinen Amazon-Affiliate-Link. Da bekomme ich eine Provision und ihr zahlt keinen Cent mehr. In diesem Sinne würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr wieder beim nächsten Mal einschaltet. Und bis dahin. Tschüss!